Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Heute mit einem Adventskalender von einer Marke, die ich nicht kannte. Ich lese euch mal was dazu vor. Das ist der Heidemann Schmuckkalender mit Edelstahl, 18 Karat, vergoldetem Schmuck. 24 langlebige Trendstücke, die dein Outfit perfekt machen. Für 169 Euro habe ich den gekauft. Und meine Zuschauer haben mich gefragt, ob ich den Kalender mal auspacken kann. Unser Schmuck besteht aus hochwertigen 316L Edelstahl 18K vergoldet oder Rosé vergoldet. Das bedeutet, er ist zu 100% recycelbar und damit extrem nachhaltig. Unser Schmuck ist nach Nickelvergabeverordnung haut- und allergikerfreundlich. Er ist wasserfest und perfekt für deinen Alltag. Du kannst damit duschen und auch Sport machen. Ich bin sehr gespannt darauf. Der Kalender soll einen Wert von 650 Euro haben. Also das ist wirklich sehr, sehr viel. Sonst finde ich nichts dazu. 169 Euro geteilt durch 24 macht 7 Euro pro Türchen vom Wert. Und ich würde sagen, lass uns nicht lang schnacken. Lass uns mal anfangen, diesen Kalender hier auszupacken. So sieht der Adventskalender aus, wenn du ihn öffnest. Sehr, sehr hübsch, sehr schöne Farben, sehr schlicht und dezent. Man erkennt jedes Türchen. Finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt öffnen wir Türchen Nummer 1. Ja moin, wundert euch nicht. Diese eine Strähne will nicht zur Seite gehen. Ich kriege sie nicht weg. Ich habe gerade Haare gewaschen, geföhnt und... Ach, Digga, ich wollte mich erst hübsch machen fürs Video. Dann dachte ich, ja, bleib ungeschminkt. Kein Bock auf 50 Kilo Make-up. So, wir beginnen mit Türchen 1. Türchen 1 ist ein paar Ohrringe, auch schon in so einem Schmucksäckchen. Also man muss jetzt natürlich ehrlicherweise dazu sagen, dass das Geschmackssache ist, ob man den Schmuck mag oder nicht. Ich mache es ja bei meinen YouTube-Videos immer so, ich gehe mit euch Türchen 1 bis Türchen 24 durch, bewerte den Inhalt nach Haufen, doofer, mittlerer, guter Haufen, guck am Ende den gesamten Inhalt an und guck dann, ob es sich lohnt oder nicht. Meistens gehe ich von meiner Perspektive und meiner Sicht aus, was ich gut finde und was nicht. Aber ich überlege halt auch bei der breiten Masse, wie die es vielleicht einordnen würden. Auch oft so, oh, wenn ich 10 Freundinnen hätte, wie würden die das finden? Bei einem Schmuckkalender ist es wirklich sehr geschmacksbezogen. Ich habe mir Goldschmuck ausgewählt. Ich mag Goldschmuck an mir sehr gerne. Und ich gehe jetzt einfach mal nach meinem Geschmack. Wir haben hier ein paar Ohrringe. Ist nicht so mein Stil. Würde ich persönlich nicht tragen. Und die haben drin so einen Perlmutt. Schein. Was mich auch hier stört, rechts das Perlmutt ist schön weiß, also ich glaube es ist Perlmutt, ich weiß nicht, wie ich es sonst benennen soll. Links ist es so gelblich, also das wird mir auffallen. Wenn ich die jetzt tragen würde, würde ich denken, ich achte halt auf viel Feinheiten. Hä, der ist irgendwie alt und der nicht mehr. Es kann sein, dass so ein Perlmutt-Kram immer so ein bisschen farblich anders ist und nicht immer gleich. Aber hier persönlich würde mich das stören. Deswegen packe ich das auf einen doofen Haufen, weil erstens würde ich diese Ohrringe nicht tragen. Zweitens stört mich die Verfärbung, selbst wenn sie vielleicht normal ist. Türchen 2. Türchen 2 ist eine schöne Halskette. Sehr, sehr schön. Aha. Guck mal, so sieht die aus. Doch, die ist schick. Die mag ich. Die gefällt mir gut. Die ist dezent. Das ist so eine Kette, die kannst du immer tragen. Finde ich sehr, sehr gut. Das ist ein hübsches Teil. Hübsche Kette. Die kommt für mich auf einen guten Haufen. Ist ja auch süß, dass sie immer überall diese Schmuckbeutel mit drin haben. Ne? Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die das Ganze verfeinern. Türchen 3. Türchen 3 ist ein Kettenanhänger. Also wenn ihr die Marke Heide man kennt, schreibt mir das gern in die Kommentare. Ich kenne sie halt nicht, deswegen kann ich auch nicht zur Qualität oder so sagen. Aber mir wurde halt ein paar Mal dieser Kalender geschickt, ob ich ihn testen kann. Das ist so ein Anhänger, auch mit so einem Perlmutt-Ding in Rund. Kettenanhänger ist nicht mein Geschmack, also mit diesem Perlmutt-Ding allgemein, muss ich sagen. Kettenanhänger feiere ich jetzt auch nicht so krass. Also das... Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinen 10 Freunde-Beispiel überlege, wüsste ich niemanden, der diese Kette trägt. Zum Beispiel meine Schwiegeroma wird sie tragen, aber jetzt von meinen Freunden in meinem Altersbereich oder ein bisschen jünger nicht. Wie gesagt, ist halt jetzt wirklich nur Geschmacksbewertung, aber ihr seht ja trotzdem mal den Inhalt. Das kommt für mich auf einen doofen Haufen, weil mag ich einfach optisch nicht und ja. Türchen 4. Türchen 4 sind auch Ohrringe. Das ist mein erster Schmuckkalender dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Jahr einen Schmuckkalender hatte. Ich hatte den Paul Valentine zugeschickt bekommen, den habe ich aber dann nicht für YouTube ausgepackt. Der hat mir echt gut gefallen. Türchen 4 sind so Ohrstecker, so kleine goldene Perlen. Würde ich persönlich nicht tragen, finde ich überhaupt nicht hübsch. Also es gibt manche, denen steht das. Die haben auch so mehrere Ohrlöcher, Ohrringe und was weiß ich. Ist aber nicht mein Geschmack, so
mit so Kugeln feiere ich persönlich auch nicht, deswegen tue ich es auf einen doofen Haufen. Es sind gute Produkte, aber jetzt von meinem Geschmack her, weißt du. Türchen 5. Türchen 5 ist ein Armband mit Perlen, so sieht das aus. Ich guck mal, ob mir das passen würde. Ich habe nämlich, ja, ich bin halt massiv. Qualität kann ich halt echt gar nicht beurteilen. Wirkt nicht schlecht von der Qualität, wirkt aber auch nicht krass hochwertig, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Und könnte es mir passen? Ja. Ist ein süßes Armband, steht, glaube ich, auch sehr vielen. Mir persönlich nicht. Ich pack's auf die Mitte, weil das ist ein süßes, schönes Armband, aber ich finde, das passt nicht zu. Guck mal, Digga, ich habe echt breite Handgelenke, da fängt's an, weißt du. So, deswegen ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber ist ein süßes Armband, tue ich auf die Mitte, weil das spricht, glaube ich, also das würden so die Hälfte meiner Freundinnen tragen. Jetzt kommt Türchen 6. Wer mich kennt, weiß, dass für mich Türchen 1, 6 und 24 die wichtigsten Türchen sind. Türchen 6 ist eine Kette, würde ich sagen. Ja, moin, muss ich erstmal enttüdeln. Oh, ich glaube sogar, das ist eine recht hübsche Kette. Oh, ich muss sagen, für so einen Tüdelkram, ne, habe ich persönlich gar keine Geduld. Also das ist null meins, bei sowas rumzutüdeln und das auseinander zu dingsen. Aber jetzt muss ich es ja, damit ihr auch das Schmuckstück komplett seht. Das ist eine sehr, sehr feine Kette. Ich bin immer vorsichtig mit sehr feinem Schmuck. Ich würde ihn gerne tragen. Ich glaube aber, jemanden, der filigraner ist, steht es mehr. Aber ich bin so tollpatschig, Digga. Ich glaube auch, dass da einfach viel bei mir schnell kaputt geht, leider. Ich teste ja auch viel Schmuck für meinen Online-Shop, den wir aufbauen, weil ich habe bestimmte Schmucksachen im Kopf. Habe bisher aber leider auch noch nichts gefunden, was preis-leistungsmäßig von der Qualität passt. Also eine Sache, die ist ganz schick, ja, die habt ihr auch schon mal in Videos von mir gesehen, aber entweder die Sachen sind viel zu teuer im Einkauf, sodass ich will ja auch manches gravieren lassen, sodass ich da das nicht verkaufen kann, außer extrem teuer, und das wollte ich nicht, oder die Sachen sind einfach echt doof von der Qualität. Oh, sehr schöne Kette. So Double-Ketten mag ich, Layering-Ketten, glaube ich, nennt man das, mag ich auch sehr gerne. Und ja, mit Herzen kriegst du mich, wobei auch nicht mit jedem Herz. Ah, das ist eine sehr schöne, sehr filigrane, sehr feminine Kette. Das finde ich echt hübsch. Das kommt für mich auf einen guten Haufen. Also auch wenn jetzt kein Herz hier wäre. Ne, ihr wisst ja, ich mag Herzen sehr gerne. Aber auch wenn da jetzt irgendwie was anderes wäre, ein rundes Ding oder so, wäre das für mich guter Haufen. Deswegen kommt die Doppelkette auf den Kopf. Außer da wäre jetzt ein Sternchen, weil Sternchenschmuck mag ich persönlich nicht. Türchen 7. Also die Dinger habe ich noch nicht gecheckt. Du greifst rein, okay, und dann? Also wo ist der Sinn davon? So, du öffnest das Ding ja, also vielleicht bin ich gerade doof, aber es bringt ja nichts, die Lasche einzudrücken, oder? Also schreib mir das gerne in die Kommentare, weil ja, wenn du es so aufmachst, kannst du es direkt aufreißen. Also die Lasche habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, weil alle anderen Öffnungen sind halt überall, außer da, wo die Lasche ist. Türchen 7, oh, ne, krass. Türchen 7 sind Ohrringe, wo schon eine Perle abgegangen ist. Bro, ich habe 169 Euro gezahlt. Chill mal ein bisschen. Wieso ist denn was kaputt? Kann passieren, aber ist bei der Preiskategorie echt ärgerlich. Hier seht ihr die Perle, die ab ist. Und hier seht ihr die Ohrringe. Hier ist halt diese Perle abgefallen. Kommt für mich auf einen doofen Haufen, weil halt das kaputt ist. Aber ist auch überhaupt nicht mein Geschmack. Also das sind auch so Ohrringe, wo ich denke, die stehen mir gar nicht. Ja, okay, die sind jetzt eh kaputt. Sonst vieles verlose ich ja hiervon, weißt du. Deswegen kann ich mal gucken, ob es mir stehen würde. Ich denke aber nicht. Ach, das ist die Perle. Ist so. Das heißt, du kannst die Perle hier auch variieren. Du kannst sie niedriger oder höher machen. Das ist ganz cool. Ach, du steckst sie so ran. Und dann... Nee, du... Ach so, du nimmst es von hinten. So, so. Und dann machst du hinten den Stecker ran. Nee, also ich kenne manche, denen das steht. Es sieht nicht kacke aus, glaube ich, aber es sieht auch nicht krass aus. Ich bin jetzt auch ungestylt und so. Schreibt mir mal, ob ihr denkt, dass mir so ein Ohrring steht. Ignoriert den anderen Ohrring. Aber ich feiere das, glaube ich, nicht so. Und ich finde es halt jetzt super schade, dass er kaputt ist. Also vielleicht sind die Perlen hier nicht so gut drauf geklebt. Für mich kommt es auf einen doofen Haufen, weil es ist, finde ich, auch ein sehr, sehr spezieller Geschmack. Also von meiner Freundin eine Idee würden das recht wenige tragen. Plus ein Ding ist kaputt, das ist halt echt schade. Türchen 8. Guck mal, hier haben wir das auch mit der Lasche reindrücken. Okay, aber hä? Vielleicht damit du es dann so festhältst beim Öffnen? Ich nix wissen. Türchen 8 sieht schon mal vom ersten Eindruck sehr schick aus und ist auch eine schöne, dezente Panzerkette. Sehr, sehr hübsch. Sehr schöne Kette. Mag ich richtig gerne. Also sowas finde ich sehr ansprechend.
Und das ist auch so eine Allrounder-Kette. Du kannst ja die Farben auswählen. Ich wollte halt bewusst Gold, weil mir Gold gut steht, finde ich. Sehr, sehr schön. Das kommt für mich auf jeden Fall auf den guten Haufen, weil das ist eine Kette, die will ich auch jederzeit tragen. Türchen 9. Türchen 9 sind kleine, süße Kreolen. Qualität scheint okay zu sein. Wirken nicht extrem hochwertig, wirken aber auch nicht billig. Ja, die würde ich tragen. Nicht so oft, aber doch einige Male. Also das, was ich jetzt anprobiere an Ohrring oder so, verlose ich natürlich auch nicht. Ne? Nicht, dass ihr denkt so, hä? Doch, so kleine süße Kreolen, das ist für mich so ein Allrounder-Produkt, das können viele was mit anfangen. Das kommt für mich auf den guten Haufen. Türchen 10. Türchen 10 ist ein Ring, der aber so aussieht, als wäre er größenverstellbar. Das wollen wir uns mal angucken. Guck mal, ich zeige ihn euch mal hier an meinem, nee, nicht Mittelfinger, das hatte ich heute bei einem anderen Video. Ja, guck mal, ich zeige euch hier den Schmuck. Ich zeige ihn euch das mal am Zeigefinger. Ist ein schöner Ring mit einem schönen Design, also mit diesem Spitzen, das mag ich. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Ring ist, den man so oben trägt. Das haben ja manche Frauen, dass sie so mehrere Ringe tragen. Finde ich voll hübsch. Ist er wirklich gut größenverstellbar? Ja, doch. Ich würde aber tippen, man trägt ihn eher oben. Ich weiß es aber nicht. So, doch. Das ist ein schöner Ring. Dadurch, dass er größenverstellbar ist, ist das für mich ein gutes Produkt. Durch das schlichte Design, finde ich, ist das auch so einer, der viele anspricht. Deswegen kommt der Ring für mich auf den guten Haufen. Türchen 11. Türchen 11 sind auch so, ich weiß jetzt nicht, ob man die Kreolen nennt. Ich bin jetzt auch kein Schmuckprofi. Das sind so solche Ohrringe. Ja, ist okay. Wirkt für mich so ein bisschen Büroklammermäßig, wenn du so guckst. Würden, glaube ich, manche tragen. Ich persönlich nicht. Ich pack das mal auf die Mitte. Ja. Türchen 12 und damit die Halbzeit. Türchen 12 müsste ein Armband oder ein Fußkettchen sein. Früher habe ich Fußkettchen nie getragen. Mittlerweile trage ich sie sehr oft. Ja, ich kann es euch gerade nicht sagen. Ich würde aber sagen, du kannst, glaube ich, als Armband und Fußkettchen benutzen. Sehr, sehr schön. Passt auch zu dieser Halskette. Das heißt, du hast dann so ein Miniset. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist für mich ein gutes Türchen. Kommt für mich auf jeden Fall auf den guten Haufen. Türchen 13. Türchen 13 sind Ohrringe. Ja. Oh, das weiß ich nicht, ob ich... Doch, die sind nicht hässlich. Doch, die sind, glaube ich, ganz... Digga, ganz süß. Digga, ich habe nicht viele Erfahrungen mit Schmuckkalendern. Verzeiht mir bitte. Doch, die sind ganz hübsch. Ja, das sind für mich... Das ist ein guter Haufen. Das würde ich auch tragen. Schön so Gold mit so Steinchen drin. Das ist für mich ein gutes Produkt. Das kommt für mich auf den guten Haufen. Türchen 14. Türchen 14 sind so Mini-Kreolen. So sehen die aus. So ganz, ganz kleine Baby-Kreolen. Ist für mich auch ein gutes Türchen. Kannst du benutzen, wenn du mehrere Ohrlöcher hast. Kannst du immer tragen. Kannst du immer benutzen. Zum Beispiel meine Kreolen sind von Pirelli. Trage ich auch immer. Schöne kleine Mini-Kreolen. Schön dezent. So, doch. Das ist ein gutes Produkt. Deswegen guter Haufen. Türchen 15. Türchen 15 ist eine sehr schicke Kette, glaube ich. Sie sieht zumindest sehr schick aus. Mit so Perlen und so einem Ketten, also so einem Verschluss. Ich muss sagen, dadurch, dass ich viel mit Schmuck geguckt habe für meinen Online-Shop, finde ich die Quali nicht geil. Also ich hätte diese Kette bei mir in Online-Shop nicht reingebracht, weil ich die Qualität nicht so gut finde. Ich zeige euch gleich warum. Ja, sieht ganz nett aus. Ich glaube, ich bin eh nicht so ein Typ für Perlen, muss man ehrlicherweise sagen. Die sehen auch ein bisschen nicht unterschiedlich aus, aber so eckig. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Kannst vielleicht auch so tragen. Ist nicht mein Geschmack, ist an sich aber eine sehr hübsche Kette. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das feiern oder tragen würden. Deswegen packe ich es mal auf die Mitte. Und ich habe auch, ihr dürft nicht vergessen, ich habe sehr hohe Ansprüche. Ich packe alles zum Beispiel bei mir in den Online-Shop, alles an Sachen, die ich feiere. Ich design auch selber Sachen. Manche Sachen finde ich einfach so, die ich echt gut finde. Und beim Schmuck zum Beispiel, das erste, was ich mache, wenn ich Ohrringe teste, ist hier hinten rumbiegen. Das kann ich hier eigentlich auch mal machen. Ja, okay, das wirkt stabil. Dass dieser, was ist das für ein Locket? Dass dieses Ding, was durch die Ohren geht, dass es stabil ist. Aber hier hast du zum Beispiel diese Kreise, ich weiß nicht, wie man es nennt, ich habe auch mal bei einem Juwelier über meinen Schmuck gesprochen und ihm gezeigt, den ich in den Shop bringen möchte. Diese Kreise haben einfach so eine Öffnung. Die sind nicht im Ganzen, sag ich mal. Und es wirkt für mich halt nicht so hochwertig. Also, wenn ich diese Kette jetzt bei Six für 2 Euro sehen würde, würde ich denken, ist auch okay. Aber bei diesen Sachen, bei diesen kleinen Kreisen, kann sowas irgendwann mal rausrutschen. Und das hier, ja, guck mal, ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen, aber hier sieht man schon ein ganz kleines Loch. So, das ist halt nicht so eine geile Qualität. Das ist so die günstigste Qualität, die man haben kann, wenn man Schmuck hat, der solche Ösen hat, weißt du. Also kann man auf jeden Fall besser machen. Ich pack's mal auf die Mitte, weil ich glaube, das ist so ein Mitte-Produkt. Ich bin aber auch kein Schmuckprofi. Ich sag nur meine Erfahrung, meine Gedanken. Türchen 16. Türchen 16 sind auch Ohrringe, auch golden mit Perlen. Und ja, auch hier, ich weiß nicht, wie ihr es sehen könnt, aber dieses Zwischenstück, was den Ohrring mit diesem Hänger oben verbindet,
das ist nicht so eine krasse Quali. Das hatte mir die Juwelierin erklärt. Das hatte ich nämlich auch bei meinem Schmuck und nicht bedacht. Da ging es aber um Ketten. Aber das hier sind für mich sehr, sehr schöne Ohrringe. Die können, glaube ich, auch ganz gut aussehen. Ich bin halt kein Perlentyp, aber das sind Ohrringe, glaube ich, die würden wirklich viele tragen. Ich mag auch solche Ohrringe sehr gerne mit so einem Hängeding dran. Deswegen kommen die für mich auf den guten Haufen. Türchen 17. Türchen 17 sind auch Ohrringe. Das sind für mich auch ganz schicke Ohrringe. So ähnliche hatte ich auch bei mir beim Online-Shop mal angeguckt. So, das ist für mich ein schönes, geflochtenes Design. Schöne Größe, dezent, steht den meisten Frauen. Deswegen ist das für mich ein gutes Türchen und landet auf dem guten Haufen. Türchen 18, ganz klein. Türchen 18 ist ein Kettenanhänger. So eine Perle quasi. Doch, das kann, glaube ich, schon hübsch aussehen. Wenn du jetzt eine Kette hast und dann so einen Anhänger dran, das ist, glaube ich, das kann schon echt fresh aussehen. Das kommt für mich auf einen guten Haufen. Ich finde, solange du nicht so einen Adventskalender, Schmuckkalender vollpackst mit so Kettenanhängern, geht das völlig klar. So zwei bisher finde ich völlig in Ordnung. Türchen 19. Türchen 19 sind Ohrringe. Oh, sehr funky. Da muss man halt echt Bock drauf haben. Also das sind so Ohrringe, die so durchs Ohr gehen. Ja, das sind Ohrringe, die durchs Ohr gehen. Richtiger High-Quality-Content hier. Nein, die stichst du hiermit quasi durch, würde ich sagen. Und dann durch dein Loch. Und dann hängt an der einen Seite das runter und an der anderen Seite das. Gibt Frauen, denen das echt gut steht. Für mich ist das gar nichts. Gerade mit diesen Doppelseitengehänge, da müssen das sehr, sehr hübsche Ohrringe sein. Feiere ich leider geschmacklich gar nicht. Deswegen für mich doofer Haufen, auch wenn es an sich ein gutes Produkt ist. Weil die Produkte an sich sind schon gut. Qualität muss jeder für sich selber wissen, welche Ansprüche er wie hat. Ich bin halt echt komisch, weil, Bro, ich gucke seit Jahren nach schönem Schmuck für meinen Shop. Ich glaube, seit 2 Jahren oder so. Und gucke da schon viel auf die Qualität. Fehler können jedem passieren. Ich bin auch kein Schmuckbewerter. Juwelier, Schmuck ist nicht so mein Bereich. Aber an sich sind die Sachen, die wir hier sehen, gut. Ich gucke halt auch geschmacksmäßig, ne? Türchen 20. Türchen 20 ist ein Armband, würde ich tippen. Ja, das ist so ein Strass-Armband. Das finde ich ganz schick. Das kannst du dann hier selber verlängern und verkürzen. Ja, okay, das ist natürlich cool. Kannst du dann auch vielleicht als Fußbändchen nehmen. So, doch, das ist ganz schick. Wie die Quali davon ist, keine Ahnung. Aber es ist ein sehr, sehr schickes Ding. Deswegen kommt das für mich auf den guten Haufen. Türchen 21. Türchen 21 sind auch Ohrringe. Das ist so ihr Design. Also so sehr hübsche Ohrringe an sich. Ist aber nicht mein Geschmack, weil ich denke einfach, okay, du trägst gerade eine umgedrehte 8 an den Ohren. Also da bin ich vielleicht auch manchmal komisch. Ich glaube aber, das wird einigen gefallen und ich glaube, einige würden das hübsch finden. Deswegen packe ich es mal auf den mittleren Haufen. Ja, Türchen 22. Türchen 22 ist auch eine Kette mit so einem Achterdesign. Ja, okay, passend zu den Ohrringen. Das ist natürlich schön. Das mag ich an Adventskalendern, wenn sie so ineinander greifen. An sich finde ich die Kette echt hübsch. Also das ist schön und auch ein schönes Design und was weiß ich. Aber ich denke halt immer bei so einem Muster an eine 8. Also ich bin da echt vielleicht komisch. Aber eine schöne Kette. Ich packe sie mal auf die Mitte, weil sie echt hübsch ist. Und ich glaube nicht, dass so viele Leute wie ich so ein 8-Komplex haben. Deswegen, ich tue es mal auf die Mitte. Türchen 23 und damit das vorletzte Türchen. Türchen 23 ist, glaube ich, ein Ring. Ja, den kann man wahrscheinlich auch größenmäßig verschieben. Ich zeige ihn euch mal an meinem kleinen Finger. Oh, hübscher Ring. Doch, das ist ein schöner Ring. Der piekst hier auch nicht. Das würde mich nämlich nerven, wenn er an den Enden piekst. Das ist dann eine schöne Verarbeitung. Doch, das ist ein schöner Ring, den man vielleicht auch so weiter oben tragen kann. Oder in meinem Fall halt am kleinen Finger. Aber das ist ein schönes Ding. Das wird auch den meisten Frauen stehen. Das passt auch zu den meisten Frauen. Deswegen guter Haufen. Türchen 24. Türchen 24 und damit das letzte Türchen ist eine Kette, eine Doppelkette. Warte, ich enttüdel das mal. Doch, das ist eine hübsche Kette. Also ich mag zum Beispiel sehr, sehr gerne diese solche Ketten. So eine suche ich auch für meinen Online-Shop in einer guten Qualität. Sowas liebe ich, weil das hat was sehr Feminines, sehr Schönes, Verspieltes. Die Kette ist hübsch. Ich würde sie nicht tragen, weil ich mag die Perle hier nicht. Das andere alles schon. Wenn es ohne Perle wäre, wäre hammergeil für meinen Geschmack. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Kette. Und ich glaube, die wird auch den meisten gefallen. Ich glaube, da bin ich einfach eigen mit meinem Perlending. Deswegen packe ich sie auf den guten Haufen, weil ich glaube, das ist so eine Kette, die wirklich den meisten gefallen würde. Aber es ist für mich sehr schwer, sage ich euch auch ganz ehrlich, bei Schmuck
zu bewerten. Jetzt zeige ich euch mal den Inhalt des Kalenders und die Haufen. Bitte bedenkt jetzt bei den Haufen, dass es hier für mich nicht wirklich krass nach Qualität geht, sondern nach Geschmack. Ich habe 5 Sachen auf dem doofen Haufen. Einmal diese Perlmutt-Ohrringe, die kaputten Perlenohrringe, die Funky-Ohrringe, das Perlmutt-Kettenanhänger-Ding und diese goldenen Kugel-Ohrringe. Dann habe ich 5 Sachen auf dem mittleren Haufen, weil ich die einfach geschmacklich nicht so mag. Zum Beispiel die Achterkette, die ganz hübsch ist, oder die Achter-Ohrringe, die auch ganz hübsch sind, aber für mich halt wie eine 8 aussehen. Die Perlensachen und diese eckigen Kreolen. Dann haben wir hier den großen... Ja, moin, wir haben auch Treuepunkte. Ihr wisst, ich sammle auch Treuepunkte. Dann haben wir hier den großen Haufen mit vielen verschiedenen Sachen, mit schönen Ketten, mit schönen Armbändern, schönen Ohrringen. Und ich habe jetzt einfach alles mal in ein Säckchen gelassen, Digis. Ich hoffe, das ist okay. Ihr habt jetzt auch den Inhalt während dem Video so ein bisschen gesehen. Also, ich muss sagen, 10 Sachen auf Mitte und doof. Also, ich würde mir den Kalender nicht kaufen, weil es einfach viel zu viele Sachen sind, die nicht nach meinem Geschmack gehen. Ich glaube, sowas ist natürlich sehr individuell. Manch anderer wird sagen, ey krass, den kaufe ich mir auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, für den Preis von 169 Euro wirken manche Sachen für mich nicht hochwertig genug. So, also das ist halt auch nur meine Einschätzung. Also das ist halt, also manche schon auf jeden Fall, zum Beispiel diese Kette hier, diese Panzerkette und so, ne, da sage ich auf jeden Fall klar, dass das sehe ich. Aber bei vielen Sachen sage ich, oh, das ist so mittel bis leicht überm Durchschnitt bis teilweise unterdurchschnittlich vom Geschmack und das finde ich persönlich nicht so geil. Aber an sich sind es schöne Schmuckstücke. Also wenn man Lust hat auf diese Schmuckstücke, wenn man den Inhalt mag, ist das schon cool. Mir persönlich wäre es zu wenig für 169 Euro irgendwie, muss ich sagen. Plus beim Geschmack hat er meinen Geschmack nicht so sehr getroffen. Ja. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr die Marke kennt und wenn ja, wie eure Erfahrungen damit sind. Und ansonsten schreibt mir auch sehr, sehr gerne, würdet ihr euch den Kalender kaufen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Das interessiert mich sehr. Und Digi, folgt mir auch gerne auf meinen Kanälen Instagram, TikTok, YouTube, weil, guck mal, hiervon werde ich auch fast alles verlosen. So, ne, ich gebe meinen Followern gerne was zurück. Deswegen vielleicht ganz cool für euch. Ja, in diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.